Und das Happy End darf selbstverständlich nicht fehlen. Am Samstagabend, liebe Zuschauer, macht unsere Talkshow Dallas ihrem Namen alle Ehre. Denn sie findet an dem statt, an dem Ort statt, dessen Namen, nee, andersrum. Sie findet an dem Ort statt, dem sie ihren Namen zu verdanken hat. So ist es richtig, nämlich in Dallas. Und wer an Dallas denkt, der denkt auch gleichzeitig an die South Fork Ranch. Grund genug also für uns, unsere Talkshow im Fernsehheim der Ewings stattfinden zu lassen. Und so meldet sich Kyle Dall diesmal live aus einer Runde, bestehend aus deutschen und aus amerikanischen Gästen. Was das Publikum und die Gäste der folgenden Sendung betrifft, so könnte man auch hier das Motto 50-50 anbringen. Meine Leute, deine Leute, die erste deutsch-deutsche Koproduktion im privaten Fernsehen. Und dahinter verbergen sich Künstlerpersönlichkeiten aus der DDR und der Bundesrepublik. Auch bei der Auswahl der Moderatoren hat man auf Ausgewogenheit geachtet. Und so finden wir jetzt Barbara Mohlsen vom DDR-Fernsehen und Susanne van Eyck aus der Bundesrepublik. Viel Vergnügen. Guten Abend, liebe Zuschauer aus Ost und West, hier im Fernsehstudio Berlin-Adlershof und Ihnen zu Hause am Bildschirm in Ost und West ein ebenso herzliches Willkommen. Wir alle rücken ja jetzt etwas näher zusammen. Die Zeit des Kennenlernens hat begonnen. Zum Kennenlernen gehört auch Voneinanderlernen. Wir sprechen ja eine gemeinsame Sprache, haben aber durchaus auch Unterschiedliches zu sagen. Wir beide haben uns also gedacht, es wäre doch ganz gut, Unterhaltung unterhaltender zu machen. Und wie macht man das? Indem man sich Künstler einlädt. Künstler von hüben und drüben. Deshalb auch meine Leute, deine Leute. Und das sind heute Abend die Schauspieler Jutta Wachowiak. Und Armin Müller-Stahl. Die Kabarettisten Edgar Kühlow. Und Thomas Freitag. Die Liedermacher Gerhard Gundermann. Und Bettina Wegner.